Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in diesen Zeiten, leider nur digital, zum Tag der Menschenrechte der Vereinten Nationen am 10. Dezember 2020. Wir sind zusammengekommen, weil wir sehr deutlich machen wollen, Hass ist keine Meinung. Für Menschenwürde und Demokratie treten wir nicht nur heute im Rahmen dieses hessischen Plädoyers für ein solidarisches Zusammenleben ein, sondern das müssen und das wollen wir an jedem Tag in unserem Land zum Ausdruck bringen. Es geht nicht um junge Menschen, alte Menschen, weiße Menschen, schwarze Menschen, Eingebürgerte, Zugewanderte, Kranke, Gesunde. Es geht um die Menschen. Und die Würde der Menschen ist unantastbar. Heute ist es wichtig, dass wir aufgeklärt und mit großem Selbstbewusstsein unsere Demokratie verteidigen, weil unsere Demokratie die Würde des Menschen verteidigt. Ich freue mich, dass Sie sich dafür einsetzen, heute und jeden Tag. Die völkisch-identitären Bewegungen, diejenigen, die den Menschen ihre Würde absprechen wollen, sind unsere Gegner. Hass ist keine Meinung. Faschismus ist keine Meinung. Das ist ein Verbrechen. Dessen müssen wir uns gerade heute, gerade in diesen Zeiten ganz klar sein. Lassen Sie uns solidarisch handeln. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Jeder hat den Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Die Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt und Ungewissheit darüber geschaffen, wann wieder Normalität einkehren wird. Am 10.12., der Tag der Menschenrechte, wäre zum Beispiel hier, heute, auf diesem leider leeren Georg-Büchner-Platz, eine Kundgebung stattgefunden, um unter dem Motto »Hass ist keine Meinung« für Menschenwürde und Demokratie ein Zeichen zu setzen. Zwar bedauern wir diese Umstände, aber auch in so einer Zeit können wir Wege schaffen, um uns zu verbinden und um uns zusammen gegen Rassismus, Hass und Antisemitismus einzusetzen. Zu diesem Zweck habe ich Ulrike Schmidt-Hesse, Daniel Neumann und Christoph Klock an meiner Seite stehen. Als Vertreter drei verschiedener Konfessionen würde mich interessieren, welche Aussagekraft und Bedeutung das Statement »Hass ist keine Meinung« für Menschenwürde und Demokratie für Sie drei hat. Hass ist eine Emotion, Hass ist ein Gefühl. Ein Gefühl, das Gedanken vergiften kann, das uns Menschen übermannen kann und das sich in Wort, in Schrift oder in Bildern ausdrücken kann. Es wird zum Problem, wenn es sich in Taten übersetzen lässt, wenn der Hass, der sich in Schrift, Bild, Wort ausdrückt, zu Taten wird, so wie in Halle dem Anschlag auf die Synagoge oder wie dem Anschlag auf die Menschen in Hanau im vergangenen Jahr. Um das zu verhindern, ist es unser aller Aufgabe, gegen Menschenfeindlichkeit aller Art aufzustehen, gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie. Denn es geht darum, die Würde des Menschen zu schützen, die Würde aller Menschen, egal woher sie kommen, egal welcher Religion, welcher Nationalität, welcher Herkunft, welchen Alters und welcher sexuellen Ausrichtung. Wir sind hier, um an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu erinnern, die am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde.
Wir sind hier, um gemeinsam für die Würde und die Rechte aller Menschen einzutreten. In der evangelischen Tradition sind Freiheit und Verantwortung eng miteinander verbunden. Freiheit ist ein zentraler Wert für uns und zugleich glauben wir, dass Verantwortung immer zu Freiheit dazugehört und Verantwortung besonders für verletzliche, bedrohte, gefährdete Menschen. Wir brauchen gerade jetzt in der Corona-Krise Menschen, die sich für ein solidarisches Zusammenleben einsetzen. Hass ist keine Meinung, aber zunehmend werden Meinungen geäußert, die von Hass und Verachtung geprägt sind. Wir erleben das immer und immer wieder bei den Auseinandersetzungen in den sozialen Netzwerken. Wir erleben, dass wir auf einmal eine Meinung von ganz vielen Menschen geteilt wird und sich verselbstständigt zu einer Ideologie entwickelt. Menschen achten nicht mehr darauf, was sie sagen. Sie achten nicht mehr darauf, dass sie damit die Würde eines anderen verletzen. Eine demokratische Gesellschaft, die ja immer wieder Belastungen ausgesetzt ist, so wie gerade jetzt in diesen Wochen und Monaten, braucht eine Solidarität miteinander. Sie braucht eine Achtsamkeit und einen Respekt vor der Würde des anderen. Und nur so lassen sich die verbrieften Menschenrechte verwirklichen und durchhalten. Und nur so lässt sich aus der Sicht der Christen der Schöpfungsauftrag Gottes tatsächlich verwirklichen. Welche Bedeutung und Aussagekraft hat das Statement »Hass ist keine Meinung« für Menschenwürde und Demokratie, für dich als Muslima? Als praktizierende Muslima kann ich sagen, dass wir als Menschen, die in einer Demokratie leben, es unsere Pflicht ist, gegen den Hass vorzugehen, den Menschen aufgrund ihrer Herkunft widerfahren müssen. Mit Hilfe von Zivilcourage müssen wir Hetzern die Notwendigkeit von Veränderung aufzeigen. Wir kommen dem Schritt jeden Tag näher, in einer Welt zu leben ohne Hass, mit Hilfe von Zivilcourage. Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute ist der Tag der Menschenrechte. Und zu diesem Tag hat eine Initiative von vielen Organisationen einen Appell an uns alle gerichtet. Hass ist keine Meinung für Demokratie und Menschenrechte. Was wollen wir damit ausdrücken? Wir wollen damit ausdrücken, dass selbstverständlich die Achtung der Menschenrechte, die so bitter über Generationen erkämpft wurde, die Grundlage unseres demokratischen Staates sind, dass sie nicht selbstverständlich sind, sondern dass sie immer wieder erkämpft, bewahrt und geschützt werden müssen. Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer. Sie werden bedroht. Bei allem Respekt vor der freien Rede, vor der Meinungsfreiheit, die wir hochhalten müssen. Ja, das auch bedeutet, dass wir andere Meinungen, andere Überzeugungen tolerieren müssen, auch wenn wir sie persönlich für ganz falsch halten. Das macht Demokratie aus. Aber es gibt Grenzen. Und die Grenze ist dort, wo Hass, wo Aufruf zur Gewalt, zur Ausgrenzung eben nicht mehr hingenommen werden kann als Teil eines demokratischen Diskurses. Und das meint, Hass ist keine Meinung, sondern sie ist Gift. Es ist Gift für ein gedeihliches Zusammenleben. Der Mord an unserem Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke hat es doch in aller Grausamkeit gezeigt. Und deshalb ist es notwendig, dass wir schon den Anfängen entgegentreten. Wir respektieren andere Meinungen, aber wir dürfen und wollen nicht respektieren Hass und Gewalt. Und gerade in den sozialen Medien finden wir dies in erschreckender Weise. Wir müssen als erstes die Gleichgültigkeit überwinden, nach dem Motto, was geht's mich an? Ja, es geht immer uns alle an. Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Thank you.
Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Ständig strittiges Thema, stehen Religionen für Frieden oder für Gewalt? Wie setzen Sie sich hier in Frankfurt damit auseinander? Ja, das Thema Hass beschäftigt uns leider schon lange. Besonders intensiv erleben das unsere Mitglieder seit dem Jahr 2015, seitdem wir sehr viele Geflüchtete aus muslimischen Ländern in Deutschland haben. Und wir kennen alles, was seitdem passiert ist. Wir haben die AfD in den Landtagen und im Bundestag. Und Muslime sind hier im Rhein-Main-Gebiet, wenn sie sich öffentlich zeigen, Frauen mit Kopftuch regelmäßig Hasstiraden ausgesetzt. Und was wir als das entscheidende Mittel dagegen wahrnehmen, ist die Begegnung und das wechselseitige Kennen. Der Frankfurter Rat der Religionen ist immer als eine Institution des Vertrauens beschrieben worden. Und dieses Vertrauen fällt nicht vom Himmel, sondern es wächst aus dem wechselseitigen sich Kennen, aus dem gemeinsamen Planen von Veranstaltungen. Und unter Corona-Bedingungen merken wir, das ist eine der Schwierigkeiten. Ich glaube, dass das auch den Hass im Netz bei den Anti-Corona-Demonstrationen anstachelt, dass wir den Menschen nicht mehr unmittelbar begegnen können. Und deswegen müssen wir alle Formen suchen und pflegen, auch digital, die Begegnung und wechselseitiges Kennenlernen befördern. Das hilft gegen den Hass. Mhm. Herr Rudolph, als Vorsitzender des DGB Hessen-Thüringen ist Ihr Arbeitsfeld die Arbeitswelt, die soziale Gerechtigkeit. Wie nehmen Sie in diesem Bereich das Thema Hass und Hetze wahr und wie arbeiten Sie dagegen? Das, was Sie eben beschrieben haben, an Diskussionen nehmen wir auch in den Betrieben wahr. Das Problem ist, dass wenn wir in den Betrieben was durchsetzen wollen, dann brauchen wir Solidarität zwischen den Belegschaften. Und der Hass ist die natürliche Feindin der Solidarität. Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Es ist auch das Ende der demokratischen Kultur und der Anfang der Spaltung und vor allem der Radikalisierung. Eine Radikalisierung, die wir leider mittlerweile im Alltag erleben können. Die Kugelschüsse in Taunusstein auf Migrantinnen und Migranten, das Geschehen in Hanau aus dem Frühjahr, der Mord an Walter Lübcke, der führt uns vor Augen, dass wir am Ende nicht nur über Worte reden, sondern auch über Taten, die diesen Worten folgen. Und deswegen ist meine Auffassung, ist unsere Auffassung als Gewerkschaften, Hass ist eine zutiefst undemokratische und unmenschliche Haltung und keine Meinung. Jeder hat das Recht auf Gedanken, Gewissen und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. Freiheit der Meinungsäußerung, die Freiheit der Kunst bedeuten keinen Freibrief für Hass und Hetze, sondern sind, wie jede Freiheit, ohne Verantwortung und freiwillig geübte Zurückhaltung nicht zu denken. Diese Selbstverpflichtung, gegen jede Völkerverhetzung und für die Völkerverständigung zu wirken, für die Achtung alles dessen, was Menschenantlitz trägt, gilt es immer noch und wieder in Erinnerung zu rufen. Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, seine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in der Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Wir befinden uns hier vor der Paulskirche, dem Ort der deutschen Demokratie und damit ein Symbol freiheitlicher und demokratischer Werte. Im Mai 1848 tagten hier Abgeordnete der Nationalversammlung und beschlossen am Ende desselben Jahres die Grundrechte des deutschen Volkes, welches für die spätere Weimarer Verfassung und unser heutiges Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eine entscheidende Rolle spielte. Als erstes darf ich Herrn Enis Gülligen vorstellen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte in Hessen. Herr Gülligen, wie gehen Sie als Vertreter des Ausländerbeirats mit dem zunehmenden Hass und der Hetze gegenüber Ausländerinnen und Ausländern um?
Wir versuchen, den Rassismus und die Diskriminierung zu entlarven und Zusammenhänge aufzuzeigen. Denn in unserer Gesellschaft nehmen wir den Hass nur dann wahr, wenn er Menschenleben gekostet hat oder wenn er sich in direkte physische Gewalt umgeschlagen hat. Diskriminierung, Ausgrenzung, Andersbehandlung gibt es in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und solange wir Diskriminierungsformen dulden, wird sie immer wieder Menschenleben kosten. Das zu bekämpfen und das zu entlarven, ist die primäre Aufgabe, die wir als Landesausländerbeirat übernehmen. Nun spricht Rechtsanwalt Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindeverbandes, jetzt Geschäftsführer der Hessischen Bürgermeistervereinigung. Die Würde des Menschen zu schützen ist in der Demokratie, so heißt es im Plädoyer. Und dann ist es leider momentan sehr schlecht bestellt in einigen Orten, wo es mit der lokalen Demokratie halt auch sein Problem hat, weil immer mehr Bürgermeister und auch diejenigen, die sich engagiert für Politik vor Ort einsetzen, zum Opfer, zum Objekt, zum Ziel von Hassmails, Beschimpfungen, auch Bedrohungen werden. Die Würde des Menschen bedeutet, dass man auch Wertschätzung gegeneinander oder miteinander auch zeigt. Wertschätzung auch dem Andersdenkenden gegenüber, auch wenn man völlig anderer Meinung sind als er. Aber dann sollten wir nicht mit Hass und mit üblen Nachreden reagieren, sondern versuchen, den anderen zu überzeugen. Ich denke, wir alle stehen dafür ein. Wir müssen den anderen akzeptieren. Wir müssen die Würde des anderen wahren, indem wir ihm auch Wertschätzung entgegenbringen. Und wenn dieses Plädoyer auch bewirkt, dann war es richtig, ein solches Plädoyer auch zu unterzeichnen. Als dritten und letzten darf ich Herrn Michael Karg, Sprecher des Hessischen Plädoyers für ein solidarisches Zusammenleben, vorstellen. Herr Karg, was bedeutet für Sie, Hass ist keine Meinung, und wie verbinden Sie dies mit dem Hessischen Plädoyer? Schließlich, was können wir tun, damit die Menschenwürde und Demokratie besser gewährleistet werden kann? Wie können wir die Würde des Menschen mehr schützen, indem wir die Demokratie stärken? Wir brauchen eine lebendige und lebensfähige Demokratie. Wir haben vom Plädoyer aus ein großes Netzwerk von großen und kleinen Organisationen, Institutionen, Initiativen und Privatpersonen, Kommunen und Kreisen aus ganz Hessen geschaffen. Und wir haben uns versprochen, jedes Mal dort, wo Hass und Hetze tätig sind, wo Beleidigung und Gewalt an die Tagesordnung treten, dort dem entgegenzutreten und dagegen zu halten. Wir treten dafür ein, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft mit ihrem Anliegen, mit ihrer Fragen an Gesundheit, an Zusammenleben, an Wohnen, an sozialem Auskommen, dass alle Menschen ihre Fragen stellen dürfen und gehört werden und das Gefühl haben, dass sie aufgehoben sind. Dass die Demokratie dies schafft, dafür braucht sie unser aller Mittun und unser aller Mitwirken. Wir alle sind eingeladen, damit dabei zu sein, damit die Würde des Menschen immer und überall geschützt wird. Musik